Servus nach Wien. Zur Klangfarbe, wir sind hier in Berlin auf der Superbus 2023 und ich wollte euch mal kurz zeigen, was wir hier neu vorstellen auf der Superbus. Da haben wir einmal zwei neue Module, die gehören so in den Polyphonen-Bereich. Das hier ist polyphones Portamento mehr oder weniger, spannungsgesteuerter vierfacher Slowlimiter, mit dem man polyphones Portamento machen kann. Ich zeige es euch einfach mal an einem Klang. Also so spiele ich jetzt ohne Portamento. Jetzt kann ich hier stufenlos das Portamento reinfahren. Also das ist insbesondere eben für polyphone Anwendungen gedacht. Ein zweites polyphones Modul, was wir jetzt haben, ist ein polyphoner Mixer. Der ist dazu gedacht, dass man bis zu drei vierfach VCOs zusammenmischen kann, damit man halt ein bisschen einen fetteren polyphonen Sound kriegt. Was wir gerade jetzt schon hören, ist einer von den Kanälen. Ich zeige euch mal ganz kurz, was man damit machen kann. Ich habe jetzt hier unten den VCO auf dem Eingang C liegen und das sind Rechtecke, das klingt dann so. Jetzt habe ich hier noch ein spezielles Patch-Beispiel, wo ich vier LFOs auf die Pulsbreite von den vier Rechtecken legen kann und kann das auch stufenlos parallel für alle vier gleichzeitig reinfahren. Das macht dann diesen Sound. Rechteck mit Pulsbreitenmodulation und dazu kann ich jetzt den anderen Oszillator dazu tun und da habe ich jetzt noch eine Besonderheit, das zeige ich euch mal kurz, das ist der Oszillator und wenn ich den Eingang B nicht verwende, kommt da drauf die Suboktave von dem Oszillator und das klingt dann so. Und da jetzt noch den anderen dazu. Schön Power jetzt. Und was ich hier jetzt auch noch zeigen kann, das ist hier unten ein bisschen versteckt, der neue Phaser. Und zwar habe ich da zwei Stück davon. Das ist ein Nachbau von dem Compact Phasing A aus die 70er Jahre. Und da habe ich jetzt zwei Phaser drin, die gegenphasig laufen. Wenn der eine rauf geht, geht der andere runter und es geht auf links und rechts vom Stereo. Jetzt tue ich die mal beide reinfahren. Und dann werden wir gleich hören, wie sowas klingt. Hier habe ich den LFO, bei dem kann ich das Tempo ändern. Ja, das waren die Sachen, die ich euch zeigen wollte.